Lieber Weihnachtsmann, dieses Jahr habe ich eine spezielle Bitte an dich. Ich möchte jeden, der meinen YouTube-Kanal Slotka Hobby anschaut, zeigen, wie man eine Carrera-Bahn zu einer Software anschließen kann. Dank dieser Software kann man richtige Konkurrenz unter den Fahrern einbringen. Also man sieht die Rundenzeiten, man sieht auch, wie viel Tank, wie viel Fuel man im Tank hat und wann muss man zum Pitstop abfahren, um zu tanken. Der Film, der das zeigen wird, wird bestimmt sehr lange, aber ich will dann alle Möglichkeiten der Applikation zeigen. Ich bitte dich deswegen um das nötige Equipment, das dazu dient, eine Bahn zum Software anzuschließen. Also, alles Gute und ich warte auf die Geschenke. Vielen Dank, Santa. So, wo sind die Geschenke? Wo sind sie? Wo sollten doch da sein? Aber wo? Doch, Moment mal, na. Moment, wenn man dann Brief schreibt und selber ein Weihnachtsmann ist, dann hat man bestimmt die Geschenke, so wie die meisten von uns. Also hier sind sie. Das hat mir der Weihnachtsmann gebracht. Die UpConnect und die Checklane. Die schauen wir uns gleich mal an. Heute werden wir die Bahn zu Carrera Up, Race Up anbinden. Und dazu brauchen wir diese UpConnect. Die verbindet die Carrera Bahn mit unseren iOS oder Android Tablet oder Phone und durch Bluetooth. Und dazu, damit das alles funktioniert, brauchen wir diese Carrera App, die Race App und natürlich das alles muss dann an die Control Unit angeschlossen werden. Jetzt schauen wir mal an, was da drinnen ist. Also ein großes Paket, was ist da drinnen? Und oh, also da ist nur so eine kleine UpConnect drinnen. Okay, aber das reicht, um die Bahn durch Bluetooth anzubinden an unsere Geräte. So, wie bringt man das jetzt an die Bahn an? An die Control Unit? Das ist super einfach. Das müssen wir einfach einstecken in die Büchse, wo PC Unit geschrieben ist. Und einfach nachdem wir das anbringen, machen wir es an. Die UpConnect leuchtet mit der Diode. Wenn wir das jetzt verbinden mit unserem Gerät, leuchtet das dauerhaft. Ich habe hier ein Android-Phone, ein bisschen so ein Just Dirty Android-Phone genommen und ich werde euch die ganze Applikation auf diesem Telefon zeigen. Ihr könnt das natürlich auch in die iOS, iPad oder iPhone anschließen. Also der Weihnachtsmann hat mir noch eine Checkline gebracht zu der Zwischenzeitmessung. Wie man die montiert, habe ich in einem anderen Video, das ihr in recht oben hier sehen könnt und anschaut. Also wie sieht jetzt die ganze Bahn von der Start-Finish-Linie? Haben wir hier zwei Kurven, kommen dann zu der Zwischenzeitmessung, die ihr ganz genau seht. Und das ist Sektor Nummer 1, dann kommt Sektor Nummer 2, aber in der Carrera Race Up ist das leider als Sektor Nummer 3 angegeben, weil wir hier keine zweite Zwischenzeitmessung haben. Es können zwei Zwischenzeitmessungen in der Carrera-Bahn angebracht werden durch die Checkline. So, jetzt habe ich die Carrera Race Application installiert auf dem Telefon. Das könnt ihr links sehen und ich dachte mir, ich zeige euch mal das so parallel. Ihr könnt dann die Application sehen. Links und rechts könnt ihr die Bahn sehen und das, was wichtigste auf der Bahn ist, also die Start-Finish-Linie, die Tank-Pitstop-Fuel-Diode zur linken Seite und dann auch hier ganz vorne noch die Checklane. Dann seht ihr, wenn die Autos durchfahren, wie sich die Daten in der Race-Applikation ändern. Ihr könnt auch die Dioden in der Control-Unit beobachten, wenn die Applikation startet. Ihr könnt auch eine andere Applikation hier installieren und in der Bahn benutzen. Die Applikation werde ich auch noch erwähnen am Ende des Videos. Hier fokussieren wir uns heute auf die Carrera Race App, die ist ganz kostenlos downzuladen von unserem
iOS, also für iPad, iPhone und auch für Android-Phones. So, dann starten wir die Applikation und schauen uns das erste Screen an. Also ganz oben sehen wir die Trucks, also Circuits und Cars, Autos, Drivers, die Fahrer und Races. Das sind die Rennen, die wir fahren. Und in diesen Rennen haben wir dann drei Möglichkeiten. Das Quick Start Racing, das was man schnell für ein schnelles Rennen nehmen kann. Carrera Race Cup, hier können wir auch neue Race Series, neue Rennen anlegen und die Namen auch ändern. Und als letztes ist der Performance Test. Dort können wir die Performance von unseren Wagen auch messen. Aber dazu brauchen wir mehr Checklanes. Ich habe leider nur eine, also deswegen kann ich euch das heute nicht in voller Version zeigen. So, jetzt werden wir mal das Ganze durchgehen und wir starten mit dem Quick Start Racing. Aber bevor wir das machen, müssen wir noch ein paar Definitionen im Programm einführen. Das erste wird dann, wir müssen die Trucks benennen, also hier das Circuits, also einen Namen reinschreiben, ein Truck zum Beispiel, wie hier, und auch ein Foto dazu geben. Die Fotos sind ziemlich gut, weil wir können ein Foto machen und dann wissen wir, welches Layout die Bahn hatte. Also wir können verschiedene Rennen fahren auf verschiedenen Layouts. Dann sehen wir auch, zu welchem Layout welche Statistik dann auch zählt. Das ist sehr einfach, wie man sieht. Und wir haben schon den ersten Truck konfiguriert. Jetzt müssen wir die Wagen auch noch benennen. Hier seht ihr, ich habe schon zwei Wagen drinnen, aber wir nehmen noch einen dritten Wagen. So, sehr einfach, auch Foto rein. Das ist auch sehr einfach, werde ich jetzt nicht machen. Und dann noch die Fahrer, sehr einfach, nur die Namen reinschreiben und auch Foto ist auch möglich. Das ist sehr gut zu machen, weil das gibt dann auch, sieht viel besser aus in der Applikation. So, jetzt nehmen wir Quick Start Racing, das ist das schnelle Rennen. Also ein Rennen, das wir fahren werden. Wir definieren dazu, wir wählen die Bahn aus, dann müssen wir die Fahrer noch auswählen. Ich nehme hier Petrus und John. Und zu diesen Fahrern müssen wir dann auch noch die Autos anbinden. Jetzt kommt unsere Control Unit, die verbunden ist. Und da haben wir die Möglichkeit, das Rennen jetzt mit einer bestimmten Zahl der Runden zu fahren oder auch eine bestimmte fixe Zeit. Ich habe die Runden genommen, jetzt nehme ich 10 Runden. Hier haben wir auch zwei Modus. Jetzt haben wir F1 Modus oder Slot Mode. Es geht darum, wenn im F1 Modus der Gewinner durch die Start-Finish-Lane durchfährt, müssen der Rest der Wagen muss die Runde zu Ende fahren. Im Slot Mode müssen alle die 10 Runden zu Ende fahren. Hier haben wir eine wichtige Funktion. Jetzt müssen wir einfach die Treiber und die Wagen, die jetzt kodiert sind, zu den richtigen kodierten Reglern dazugeben. Also zum Beispiel Wagen Nummer 1 und Petrus hat Regler Nummer 5 und John hat Regler Nummer 2. Das ist sehr wichtig. Das schiebt man so mit dem Finger durch hier. Es ist aber sehr einfach, das zu konfigurieren. Jetzt könnten wir schon das Rennen starten, aber bevor wir das machen, haben wir noch unten, seht ihr, drei freie Optionen. Also wir können das Speed, wie schnell das Auto auf der Bahn fährt, hier regeln. Das ist sehr wichtig, wenn wir mit der Fahrt auf der Bahn anfangen oder zum Beispiel mit Kindern, ist es dann am besten zwei oder dritte Stufe zu lassen und damit anzufangen und dann während der Zeit hochzugehen bis auf 10. Ich lasse jetzt 10. Dann können wir die Geschwindigkeit zu gewissen Fahren dazu schreiben oder wir können für alle dieselbe Geschwindigkeit nehmen. Die Wagen müssen dann auf der Bahn stehen, weil die dann konfiguriert werden, wie schnell sie fahren können.
Das zweite ist die Tankkonfiguration. Wie groß ist der Tank? Ich nehme hier einen sehr kleinen, weil die Bahn auch sehr klein ist. Also das ist dann wichtig, wie schnell der Sprit ausgeht. Und wir können das zu gewissen Fahren, zu gewissen Tank konfigurieren oder zu allem, wie ich das jetzt hier mache. Wieder stehen die Wagen, seht ihr, die CU blinkt dann, dass sie die Daten dann transferiert. Und das letzte ist dann die Bremsen. Hier ist es anders als mit der Geschwindigkeit. Je stärker die Bremsen, desto einfacher. Also am Anfang mit 10 anfangen und dasselbe auch wie bei den letzten zwei. Kann man zu allem oder zu gewissen Fahrten konfigurieren. Da hatten wir das Rennen mit dem roten Punkt. Und ihr könnt hören, wie die Ansage ist und die Control Unit auch blinkt. Wir können hier den Sound ausschalten oder einschalten. Ich lasse ihn jetzt an. Das ist ein bisschen Motorgeräusch, bringt ein bisschen, niemand kann es stören, man kann es ausschalten. Und das Rennen hatte schon gestartet. Ich war hier natürlich kein richtiges Rennen. Ich war nur so, damit ihr seht, wie sich die Daten dann ändern. Und hier ist dann der grüne Bahn schon gestartet. Wie ihr seht, sind die nicht richtig zu beschreiben. Okay, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Die Laps ändern sich. Die Zwischenzeiten werden dann auch gezeigt. Wie ihr schon wisst, haben wir hier zwei Sektoren. Also der erste bis zur Checklane, der zweite bis zur Start- und Finish-Linie. Was hier sehr wichtig ist, wir haben auch die Messung vom Tank. Also wie viel Sprit haben wir noch im Tank? Und das sieht man auch grafisch in diesem roten und grünen Punkten. So, und jetzt fährt Petrus in die Pitstop und ihr seht, dass der Tank blinkt und man muss daran immer denken, dass man kann erst starten mit dem Tanken, wenn man den roten Knopf an den Regler drückt. Also nicht nur reinfahren, auch den roten Knopf drücken, dann tanken wir das Auto und wenn der Tank voll ist, können wir weiterfahren. Und unser Rennen kommt gleich zu Ende. Wie ihr links oben sehen könnt, haben wir schon 9 Runden geschafft, auch 10 jetzt ist der Ende das ganze Rennen und wir können uns jetzt mal anschauen, was die Resultate vom Rennen sind. Damit wir das sehen können, wenn wir hier in den Rennen reingehen, dann sehen wir, dass Petrus gewonnen hat und John verloren. Zwei Runden länger hat es gedauert, hat er verloren. Hier sehen wir dann die ganzen Statistik, die ganzen Zeiten von jeder Runde und auch von jeder Sektorenzeit. Die besten Zeiten sind dann angezeigt mit der grünen Farbe hier und auch die besten Sektorenzeiten. Das gleiche mit John, mit dem zweiten Fahrer. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das Serienrennen ausschaut. Hier unter dem Namen Carrera Race Cup. Den können wir natürlich ändern. Also, aber ich lasse ihn jetzt so und hier definieren wir ein neues Rennen. Müssen das so machen wie früher bei den Quick Race. Natürlich die Fahrer aussuchen, den Truck aussuchen, die Fahrer zum Auto dazu schreiben und wir haben schon das erste Rennen definiert. Und hier haben wir drei Möglichkeiten: Training, Qualifying und Race. Training ist sehr, glaube ich, sehr einfach. Also hier haben wir eine Möglichkeit, gewisse Runden oder gewisse Zeit zu fahren und zu trainieren. Was wichtig ist, ist Qualification, also Qualifikation, die uns dazu dient, dass wir den Startplatz festsetzen. Hier haben wir nur die Slot Mode, also alle müssen die Rundenzeit fahren. Die wir hier aussuchen. In der Qualifikation suchen wir normalerweise nur eine kleine Anzahl von Runden oder kurze Zeit, sagen wir 3 Runden oder 2 Minuten. Hier fahren wir kein richtiges Rennen, weil das nur dazu dient, um die Position festzulegen. Alles definieren wir so wie bei den Quick Race. So, jetzt startet hier die Qualifikation. Wie ihr sehen könnt, auf der Kontrolllinie fahren die
Boden sind diese Loschen, mit der in der Applikation auch. Die Qualifikation sollte normalerweise nicht viele Runden haben, sagen wir es 3 oder 5, das liegt davon ab, wie lange die Strecke ist, oder sagen wir 2 Minuten. Normalerweise nimmt man 3 Runden, damit man die Plätze festlegen kann. Andersrum dann, wenn wir schon die Plätze festgesetzt haben, ist natürlich das Rennen, dauert es viel länger, sollte dann nicht so wie hier 10 Runden dauern, das ist sehr kurz. Sagen wir es, normalerweise sind es dann so um die 8 bis 12 Minuten, die man fahren kann, aber das könnte natürlich hier beliebig ausgehen. Hier ist die Qualifikation zu Ende gegangen. Wie wir sehen, ist Petrus und hat Petrus gewonnen. Das war ja 1 bei Petrus. Und wir können gleich zu den richtigen Rennen kommen. Was noch wichtig ist, während der Qualifikation tanken wir nicht, aber natürlich während den Rennen ist das sehr gut, die Tankmöglichkeit zu lassen. Das bringt viel mehr Spannung und Spiel in das Ganze. Jetzt kommen wir zu den Resultaten von der Qualifikation. Wir müssen einfach in die Qualification reinklicken, dann sehen wir die ganze Statistik, könnt ihr durchschauen. Und wir können mit den richtigen Rennen schon starten. Nach der Qualifikation ist es natürlich wichtig, dass wir vereinbaren, wie die Wagen aufgestellt werden. Wenn wir nur mit 2 Wagen fahren, ist es gut, sie dann einen hintereinander zu stellen, damit der zweite auch viel mehr Mühe hat, den ersten einzuholen. Also es ist wirklich wert, in der Qualifikation gut zu fahren. Wenn ihr mit mehreren Autos fährt, könnt ihr auf der Bahn solche kleine Pfeile oder Linien, weiße Linien malen, wo die Autos aufgestellt werden, auf welcher Position. Jetzt kommen wir zu richtigen Rennen. Das wird das so genauso konfiguriert wie allen anderen Quick Race oder Qualifikationen. Hier sieht die Leuchten auf, gleich erlischen die und das Rennen startet. Wie ich gesagt habe, das Rennen ist hier nur 10 Runden. Normalerweise sollte es schon mehr sein, damit wir da auch mehr Möglichkeiten mit dem Tanken haben. Ich werde das alles schon beschleunigen, damit ihr nicht die ganzen 10 Runden hier anschauen müsst. Schaut mal, wie schnell meine Autos auf der Bahn fahren. Und wir kommen schon zum Ende des Rennens. Das war aber schnell, wow. Und hier können wir jetzt wieder unsere Resultate mal anschauen. Also John hat diesmal gewonnen und wir sehen die Sektorenzeiten, wir sehen auch, dass er nicht getankt hat bei diesen und was Petrus einmal getankt hat bei diesen Tankstellenzeichen. Das könnt ihr alles hier analysieren, die Statistik ist da. Jetzt können wir natürlich nächste Rennen definieren. Also wir können hier so einen Renntag anlegen, zum Beispiel nennen bei Datum und dann die ganzen Rennen hier definieren, auch die Statistik dazu haben und diese ganze Competition durchzuführen. Hier seht ihr, zeige ich euch nur, wie das aussieht mit einem zweiten Rennen. Und das war's für die Rennen. Jetzt mit dem Performance-Test, wie sieht das aus? Ich werde dir den Performance-Test nicht durchführen, weil dazu braucht man mehr Tracklanes. Aber die Definition sieht sehr einfach aus. Man muss einen Track definieren, der dazu dient, um so einen Performance-Test durchzuführen. Und wir müssen hier einfach definieren, wie viele Geraden wir haben und wie viele Checklanes und wann die dann auch an dem Bahn angebracht sind. Also dazu müssen wir eine separate Bahn bauen. Ihr seht ja, dass wir eine Performance-Bahn angelegt haben und wir können so einen Test dann auch starten. Wir können auch die Fahrer anzeigen, die Wagen dann auch testen und natürlich die ganzen Fahrer zu den Wagen auch anbinden. Und hier haben wir dann den Start des Performance-Tests.
Dank des Performance Desk können wir dann grafisch sehen, wie sind die Beschleunigungen unseres unteren Wagens, was für ein Wagen welche Beschleunigung hat, welcher ist besser, welcher ist schlechter, was müssen wir dann verbessern. Ihr seht ja noch, dass wir dank dieser Applikation auch die Software der Kontrollunit überprüfen können und die wird dann automatisch abgedatet, wenn wir die nicht aktuelle Version in der Kontrollunit haben. So, das war das dann mit der Applikation Carrera Race Hub. Ich möchte euch bitten, damit ihr mir schreibt in den Kommentaren, welche Applikation ihr benutzt oder benutzen wollt in der Zukunft, weil es verschiedene Applikationen natürlich gibt, außer der Carrera Race Hub. Es gibt auch andere, wahrscheinlich vielleicht bessere Applikationen, so wie zum Beispiel Smart Race, das kostet um die 10 Euro im Shop, oder OLAP, auch im Android Shop erhältlich. Oder was vielleicht benutzt ihr die PC-Versionen von der Software, wie zum Beispiel Cockpit XP, wo ich denke, dass das beste Programm für die Bahn ist, das ich auch selber benutze. Es gibt noch eine dritte Lösung, also die Carrera-Zeitmessung zum Beispiel, die an die Bahn angebracht wird, oder die Position Tower. Schreibt bitte in den Kommentaren, was für Software, welche Plattform ihr benutzt, was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut. Das ist super interessant und auch für alle anderen sehr wertvoll zu wissen. Und das wär's dann. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann am Rennen. Adios, amigos.